this night upright and turn the bass up. Blow my eardrums up just like a fire truck. Get this night upright and turn the bass up. Yeah, I like it loud, I like it loud. I'm shaking through your legs the way the sun drops. Feel it in your chest the way your heart stops. Get this night upright and turn the bass up. Yeah, I like it loud. Zuki ist schön am Essen und ich begrüße euch hier zu einer guten Folge. Ich glaube, wir wollen auch mal was essen. Sie darf auch mal was essen. Wir dürfen heute alle unprofessionell sein. Wir dürfen heute alle unprofessionell sein. So, und nachdem Rosalia und Alexi erstmal ihren Streich gespielt haben, geht's weiter, ne? Ich sollte jetzt nach Hause gehen. Am Wochenende habe ich einiges vor. Ich freue mich schon. Zuki, schieb die Wurst weg. Alter, so richtig pädophil. Hallo, Schatz. Hallo, Schatz. Warte. Ich habe auf dich gewartet. Hallo, Papa. Sag mal, du hast gar nicht mehr von den Hausaufgaben zur Industrialisierung erzählt. Hast du eine gute Note bekommen? Oh nein, ich hätte es ahnen müssen. Ich traue mich nicht, meinem Vater zu erzählen, was passiert ist. Ich will nicht, dass er sich da einmischt. Was? Also, der Lehrer hat uns die Hausaufgaben noch nicht wiedergegeben. Ach ja, stimmt. Es ist noch ein bisschen früh. Willst du mich auf den Laufenden? Ja, klar. Vielleicht vergisst er diese blöde Hausaufgabe ja schnell wieder. Obwohl, da glaube ich nicht viel Hoffnung besteht. Ich glaube, beim Tag der offenen Tür hat der Vater nach dieser Note gefragt. Echt? Oh! Nee, Spaß, aber er weiß, ob er das nicht so heimlich hinterm Rücken gemacht hat. Oh. Die ganze restliche Woche über habe ich nur an das kommende Wochenende gedacht. Na, wie süß. Mit Lisanne. Mein Sugar Daddy. Mein Domodachi. Die Zeit schien unendlich langsam zu vergehen. Aber endlich war es soweit. Der Unterricht war zu Ende und Einkaufszentrum und Tierhandlung konnten kommen. An der Bushaltestelle. Alexi und Rosalia. Da an der Bushaltestelle warten. Ja, da geht. Alexi und Rosalia sind schon da und warten auf mich. Ich habe mir eine Buskarte für 10 Dollar gekauft. Hallo, ihr beiden. Oh, teuer, übel. Welche Karte kostet 10 Dollar oder fuck? Aber ich muss sagen, in Frankreich sind wir ein bisschen. In Frankreich ist alles teurer, ja, das stimmt. Hast du schon vorgelesen? Nein. Nee. Okay. Reicht für die Shoppingtour deines Lebens? Ja, ich denke schon. Nein, ich gehe nach Hause. Super, dann lass uns gehen. Die Fahrt war nicht besonders lang. Beim letzten Mal habe ich im Einkaufszentrum Dake und Aiti getroffen. Vielleicht treffen wir auch heute wieder jemanden, den wir kennen. Oh nein, Gott, nein, nein. Nein. Also, womit fangen wir an? Hoppla. Ich würde mir gerne einen neuen Schmuck kaufen. Ich kenne mich hier im Einkaufszentrum aber nicht gut aus. Habt ihr eine Idee, wo wir hingehen könnten? Wir könnten zu Claras gehen. Okay, ich folge dir. Ich will Ezreal kaufen. Ezreal! Gib mir die Ezreal-Puppe! Schenk sie mir. Und Balkion will ich auch. Gib sie mir! Wer ist das da hinten? Die hintere Figur kenne ich nicht. Oder ist das noch eine zweite? Das ist auch nochmal Balkion. Und da ist ein Plumo-Pack! Gib's mir! Nein! Aha, Yoda, ne? Bist du sicher, dass wir hier im richtigen Laden sind?
Ja, warum? Das ist nicht gerade das, was ich als Schmuck bezeichnen würde. Nee, ich auch nicht, ganz ehrlich. Ja, da gebe ich dir auch recht. Ist es dir zu billig, Rosa? Ja, ein bisschen. Wir können gerne in die anderen Läden gehen. Vielleicht finden wir ja dort etwas. Ich glaube, das wäre besser. Ich würde auch niemals in so einem Laden, so einem Euro-Shop-Laden da einkaufen gehen. No fucking way. Das ist Claire aus Hallo. Ich könnte das auch nicht. War der Pinguin da oben schon immer? Welcher Pinguin? Da war so ein Pinguin da bei diesem Game-Dingsbums da gegenüber von Claire. Da war ein Pinguin gerade. Das war ein Plumopack. Das war ein Vertrauter aus Eldaria. War der da schon immer? Diese Eule, oder nicht? Diese Eulending. Das sieht aus wie ein Pinguin. Ja, wir kommen ja gleich nochmal hin. Ich muss unbedingt zu Julia. Da war ich schon ewig nicht mehr. Was heißt denn für dich ewig? Mindestens 3 Wochen. Alter, ey. Oh. Ewig, wirklich. Dann lass uns dorthin gehen. Ich glaube, ich gebe das mit dem Schmuck auf. Ich habe nichts Interessantes gesehen. Gut, dann lass uns zu Julia gehen. Wir sind mindestens eine halbe Stunde bei Julia geblieben und Alexi hat die Sachen anprobiert, die ihm gefielen. Mit anderen Worten, den halben Laden. Das ist mein Alexi. Ja. Mir lebt und lebt. Du hast schöne Sachen ausgesucht. Alexi, auch wenn das nicht unbedingt der Stil ist, der mir bei Jungs am besten gefällt. Es kann ja nicht jeder Fan des viktorianischen Looks sein. Ich würde sagen, das ist sogar eher selten. Ich bin sicher, das wäre genau der richtige Stil für dich, Rob. Ja, ich weiß nicht. Apropos, du bist uns zwar bisher entkommen, aber jetzt wird es Zeit, dass wir dir ein Outfit für dein Date suchen. Ach, das ist doch nicht so wichtig. Es ist echt frustrierend, mit dir shoppen zu gehen. Ja, ein bisschen. Wenn du möchtest, suchen Rosalia und ich dir was aus. Oh, gute Idee. Wir suchen dir jeder etwas aus und du wählst dann das Outfit, das dir am besten gefällt. Das ist meine komische Methode, aber die beiden wirken so zufrieden, als hätte ihnen jemand eine Kreditkarte zur freien Verfügung überlassen. Seltsamerweise kommt Alexi mit dem richtigen Teil. Lol. Wenn ihr Spaß daran habt. Yes. Wir haben uns auf einen Betrag geeinigt. Ich habe keine große Lust, mich für ein Date, das nicht mal eins ist, finanziell zu ruinieren. Wir treffen uns in einer halben Stunde wieder. Es ist besser, das Ganze ist eine Überraschung. Okay, aber wo treffen wir uns denn wieder? Sie waren schon weg, bevor ich meine Frage beenden konnte. Wie ich mir das vorstelle, wie die, like... Ja, wie die da so steht, noch so, like, Sabako. Du meinst das hier, ne? Ja! Ja, das ist ein Plumopack aus Eldaria. Ist eine Eule. Der war echt der Schwein. Ja. 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 Da hinten sind 2 Mädchen. Das sind doch wohl nicht... Melody und Carla. Oh no. Ich dachte nicht, dass die beiden sich so gut verstehen, dass sie zusammen etwas unternehmen würden. Ah, was hast du denn so ganz allein hier verloren? Ich bin nicht allein, ich warte auf Rosalia und Alexi. Schon traurig, wenn man seine Freunde erfinden muss. Glaub doch, was du willst. Oh je, Melody möchte wohl wirklich nichts mehr mit mir zu tun haben. Sie sagt nichts, aber sie guckt mich jetzt immer so wütend an, wenn sie mich sieht. Melody, sollten wir beide uns nicht mal unterhalten? Alles klar, schnarchst du gerade? Nein, ich mach dieses wütende Grummeln. So blöd
schuld, ey, du blöde Mann. Ich habe keine Lust, mit dir zu reden. Oh, ja, dann geh doch. Da hast du es gehört. Sie hat keine Lust, mit dir zu reden. Ich hab's verstanden. Danke. Du solltest dich lieber da heraushalten, Carla. Das geht dich nichts an. Du hast mir gar nichts zu befehlen. Ich tue, was ich will. Melody, wir haben uns doch gut verstanden. Warum bist du plötzlich so wütend auf mich? Weil ich dich hasse. Du weißt, das weißt du ganz genau. Du folgst mir Fenja auf Schritt und Tritt. Du solltest wissen, dass ich ihm in letzter Zeit geholfen habe. Ja, das habe ich gehört. Versetz dich bitte nur mal einen Augenblick in meine Lage. Was hättest du getan, wenn ich ihn in der Situation allein gelassen hätte? Hätte ich mir selbst nicht mehr in die Augen sehen können. Das stimmt, aber... Der Fanny hat mir das alles sehr übel genommen und das war nicht einfach. Jetzt hat er es endlich geschafft, mir zu verzeihen. Ich kann ihn dir zuliebe nicht abweisen. Wir haben ja wohl das Recht dazu, uns gut zu verstehen, oder? Und außerdem habe ich mich noch nie für eine Fanny interessiert. Es gibt also keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Wirklich? Hör nicht auf sie, Nido. Sie versucht bloß, dich einzuwickeln. Um Himmels Willen, Carla, halt die Klappe! Ich weiß, ich war ungerecht zu dir, aber ich hänge wirklich sehr an Nathaniel. Und manchmal übertreibe ich es dann wahrscheinlich einfach. Nur ein bisschen! Verstehe. Verstehe, aber es ist doch besser, über alles zu reden, als sich nur noch anzuschweigen, oder? Melody hat gesäuft, während Carla bloß die Augen verdreht hat. Du hast recht, Rose. Ich habe überreagiert. Es tut mir leid. Kein Problem. Aber ich konnte es nur schwer ertragen, dass wir beide nicht mehr miteinander geredet haben. Och, ich habe das ganz gut ertragen. Ja, ich auch. Oh, das ging mir auch so. Können wir jetzt gehen? Ich wollte noch etwas kaufen. Wir sehen uns in der Schule, Rose. Viel Spaß noch beim Einkaufen. Danke, bis bald. Das Problem wäre gelöst. Ich hoffe, Melody wird ab sofort aufhören, eifersüchtig zu sein. Nein, niemals. Nie. Nie, selbst wenn du mit jemand anderem zusammen... Nie. Nach diesem anstrengenden Gespräch würde ich mich umso mehr freuen, jetzt Rosalia und Alexi wieder zu treffen. Aber vor allem, die ist nur bei uns eifersüchtig, bei Kim oder sowas. Nö, niemals, nö, sonst bei niemanden, aber bei uns. Ach, hier seid ihr. Wir haben dir zwei ziemlich verschiedene Outfits gesucht. Du kannst das auswählen, was dir besser gefällt, und wir bringen das andere zurück. Okay. Rosalia hatte mir ein blaues Oberteil ausgesucht. Das war Katja. Und Alexi ein rosafarbenes. Ist gut. Magellonsnaggisch. Ich muss das dann gleich anpassen, weil sonst sieht das ja mal mega behindert aus. Also ich habe dann bei meiner so übelst die pinken Sachen gekauft, damit das irgendwie passend aussieht. Ich schau mal. Das Teil von Lysander so hässlich. Es geht, finde ich. Es geht, finde ich auch. Also würde ich auch das wählen, auf jeden Fall. Das finde ich am hübschesten von allen sogar. Obwohl, Im Ernst. Das von Castiel, ja. Ja, das von Castiel, aber ich das von Lysander, ich finde das so hässlich. Ich finde es nicht hässlich. Nicht. Ich finde, es geht. Die Plüschi-Ärmchen da, ich finde die nicht so. Ich finde den, ja gut, das am Ende finde ich jetzt bei den Handgelenken finde ich jetzt nicht unbedingt am schönsten. Aber ich finde es jetzt nicht hässlich, das Oberteil. Geht mir genauso. Außerdem ist das was anderes Schmuck. So, dann würde ich sagen, ich gehe mich mal wieder anpassen, weil ich denke, das sieht mega behindert aus. Das sieht mega behindert aus.
Ja, ich hatte recht. Dann bis gleich. Nein, ich sehe noch nichts. Nee, aber ich... bis gleich. So, fertig umgezogen und es kann weitergehen. Ich nehme dein Outfit, Alexi. Es tut mir leid, Rosalia, aber es gefällt mir einfach besser. Es ist wirklich nicht leicht, dich so umzustimmen. Es gibt keinen Grund, sie umzustimmen. Sie hat einen super Geschmack. Das ist der Beweis. Ja, aber mein Outfit ist trotzdem schöner. Ja, ist ehrlich so. Das ist doch selbst dann. Es ist wirklich schöner, Rosa. Ich stimme dir dazu, aber ich bin happend. Aber wie gesagt, ich finde das Outfit jetzt, also bisher, die Bluse auch jetzt nicht hässlich. Ich mag das, dass es unten so ausgefranst ist, diese, also, was heißt ausgefranst, so, ne, you know what I mean. Das mag ich. Das ist nicht Gerüche, das ist so, weiß nicht, faltig. Nee, das ist so halt, das ist halt so extra so gemacht, der Stoff, weißt du, der ist so richtig fest dann, vermutlich. Der fliegt nicht einfach so komisch, faltig, der ist so gemacht. Das hatte ich mal bei einem Blazer, das sah voll cool aus. So, es hätte mich auch gewundert, als wenn du etwas anderes gesagt hättest. Rosa hat das Outfit in den Laden zurückgebracht und ich habe Alexi das Geld gegeben. Wir sind noch durch ein paar Läden gebummelt, bevor wir wieder nach Hause gefahren sind. Ich habe es gerade noch geschafft, mich fertig zu machen, bevor es an der Tür geklingelt hat. Das ist für mich, ich mach schon auf. Mutter, geh bloß nicht runter. Mutter, mach bloß nicht die Tür auf. Und bloß nicht der Vater. Und Mutti, nicht quatschen. Ich sollte mich beeilen. Ich möchte nicht unbedingt, dass meine Mutter oder mein Vater öffnet. Gott, der Vater. Ich bin rausgerannt und habe noch schnell Tschüss gerufen. Was ja. Für eine Begeisterung. Nein, also... War so klar. Ja, du bist die Mutter. Ne, Honey? Ich war, glaub, die Mutter, ne? Aber du weißt die Mutter. Rose, du hättest deinen Freund wenigstens hereinbitten können. Mama, Papa, was macht ihr denn hier draußen? Der junge Mann war schon so nett, dich abzuholen. Da mussten wir ihn doch wenigstens begrüßen. Das war so geil, der Kastier wäre so, der Vater dann erstmal so... Cassie, stimmt! Ja! Und Kastier nur so, what? Mein Vater hat nichts gesagt, er wirkte nicht sehr erfreut. Ich hoffe, ich habe sie nicht gestört. Nein, natürlich nicht. Alter, warum lachst du so? Ja, Alter, ohne Witz! Ich weiß, was da abgeht. Oh, creepy! Und, dürften wir erfahren, wo ihr hingeht? Nein. Nein. Wir machen einen Ausflug in die Tierhandlung. Komischer Ort für ein Date. Hört doch mal alle auf damit! Das ist kein Date! Machen Sie sich keine Sorgen, wir bleiben nicht lange. Ich verlasse mich darauf. Aber ich glaube, also irgendwie ist, also am lockersten ist irgendwie, habe ich das Gefühl, echt der Vater bei Lysander, oder? Ich weiß nicht, also bei Kastier, ja, bei Kastier war der so richtig so. Ja, bei Kastier aber auch. Ja, der ist irgendwie bei allen irgendwie nicht so gelassen, wie er bei Lysander ist. Ja, weil Lysander auch ein ruhiger gelassen ist. Ja, der ist auch ein ruhiger gelassen und der ist ein Gentleman, das ist einfach. Das stimmt. Gut, dann wollen wir euch nicht länger aufhalten. Viel Spaß. Ja. Nee, aber ich weiß nicht, so einem gibt man halt seine Tochter halt gerne sozusagen in die Hände, ne? Zum Beispiel jetzt in so ein Rowdy wie Kastier, weißt du? Ja. Dein Vater scheint sich Sorgen zu machen. Ich glaube, es gefällt ihm nicht, dass ich Zeit mit einem Jungen verbringe. Das kann man eh nicht verübeln. Dann lass uns gehen. Und ich, Alter, so, und dann so auf der Reise dann so, ohne Witz, der singt dann so, Männer sind Schweine.
nicht, mein Kind. Ohne Witz, wenn wir jemals so mit dem Vater so einen Ausflug machen, der lässt das ganz scheißlaut die ganze Zeit über die Fahrt laufen und singt das. Männer sind Schweine, traue ihn nicht, mein Kind. Und schon gerade wieder so, Der Vater kommt mal mit zu einer Klassenfahrt, so. Kinder! Oh shit. Alter, ich würde das so feiern. Wir sind durch den Park gegangen. Jetzt ist es nicht mehr weit. Da wären wir. Oh Gott, wie lange nehme ich eigentlich auf? Hoppla, ich habe Skype aufgenommen. Sehr geil. Mhm. Wieso habe ich Skype aufgenommen? Kannst ruhig noch. Ja, ja, ich weiß. Ich bin nur gerade so verwirrt davon. Und schon kommt die alte Springerin. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich euch helfen? Kennt ihr das Prinzip unseres Ladens? Ich war vor kurzem mit einem Freund hier. Ach ja, ich erinnere mich. Du warst das Mädchen, das mit dem anderen jungen Mann da war und nichts gekauft hat. Raus! Scheiße, und dann am Ende, wenn sie gehen, so schon wieder hat die Olle nichts gekauft. Dieses kleine Miststück. Ich hab dich am Wiesi. Ich finde dich. Ich finde dich, du Miststück! Ach ja, ich erinnere mich. Du warst mit einem anderen jungen Mann da. Er hat überlegt, deine Karte zu kaufen. Hast du heute einen entschlosseneren Kandidaten mitgebracht? Ich glaube nicht, dass entschlossen das richtige Wort ist. Da verpiss dich. Wir wollten uns bloß ein bisschen umsehen, statt dass sie, wenn wir eine kleine Runde machen. Ja, das stört mich. Ich habe drei Pfoten. Ich habe drei Zehen an meiner Pfote. Sehen Sie das? Das bedeutet, ich bin eine erstklassige Verkäuferin. Und wenn Sie nichts kaufen, wird mir eine Zehe weggenommen. Verstehen Sie mein Problem? Scheiße. Nein, natürlich nicht. Und im Inneren natürlich. Da. Falls ihr Fragen haben solltet, zögert nicht, mich anzusprechen. Oh mein Gott, ich werde sowas von zögern. Ich auch. Ihr dürft nie zu mir in den Laden kommen. Nie zu mir in den Laden kommen. Hättest du nicht gern einen Hund oder eine Katze? Das ist eine große Verantwortung. Das möchte ich lieber nicht riskieren. Du kannst es doch wenigstens mal versuchen. Wie wäre es dann mit einem Tier, das weniger Pflege braucht? Beklonglich. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Guck mal, da vorne sind die Kaninchen. Die sind wirklich niedlich. Eins von ihnen hat seine Vorderpfote an das Fenster gestützt und uns angesehen. Ah! Meine Sis, meine Sis hat Kaninchen und die sind so zuckersüß. Die haben so lange Hängeöhrchen. Oh, die sind voll niedlich. Ja, ja, und die haben immer und die eine, die Kuh. Die ist so schwarz-weiß. Die hat immer, die hat so einen Fellschal. Kennt ihr das? Bei Kaninchen? Ja. So ein so süß. Haha, das scheint besonders neugierig zu sein. Neugierde, das kann er schon mal nicht nehmen. Das kann er schon mal nicht nehmen. Das ist auch noch hübscher als die anderen. Schade, dass ich es nicht kaufen kann. Oh, schon springt die Verkaufung. Ja! What? Du willst es nicht kaufen? Verschwinde aus meinen Daten! Egal, ey. Hey, jetzt kommt sie so her,
reibst du dir in der... ihr interessiert euch für unsere Kaninchen? Ja, also... Ich glaube, er würde dieses da gerne genauer ansehen. Geht das? Natürlich! Nach neben... Und dann weg hier. Was? Das ist angefasst, du musst es kaufen! Ja! Nachdem Lysander das Kaninchen ein paar Minuten auf dem Arm gehalten hatte, ist er schließlich schwach geworden. Oh, ich bin ein großer Mann schwach. Es würde mir wirklich schwerfallen, den kleinen Kerl hier zu lassen. Ich bin mir sicher, er wäre bei dir sehr glücklich. Ich werde mich bemühen. Ich bin eine gute Verkäuferin! Und der Tee ist nicht mehr weiß! Meine, dann begleite ich euch zur Kasse, nicht? Nee. Ja, bitte. Wir sind der Verkäuferin gefolgt. In ihrem Kopf oder dem. Lysander! Oh Gott! Lysander hat an der Kasse außerdem noch einen Käfig ausgesucht. Ich werde ihm bei der Wahl helfen. Ich werde mal nachsehen, was sie noch so verkaufen. B, glaube ich. Es ist immer B! Mein Blick fiel auf ein kleines Häuschen, das man als Deko in den Käfig setzen konnte. Ich werde eins für Lysanders Käfig kaufen. Das ist leider zu teuer für mich. Nein, ich würde es kaufen. Mir ist nicht zu teuer. $35, was? Das ist Wura! Ich bin eine gute Verkäuferin! Ja, kauf du auch noch was! Komm in den Bann, komm auf die dunkle Seite! Wir haben Cookie! Okay. Und Tier? Das Stein. Cookie ist doch schon ein Tierchen! Okay. Was hast du denn da? Ein Geschenk für dich und deinen neuen kleinen Bengel. Begleiter, da stand Begleiter, sorry! Oh nein, das wäre doch nicht nötig. Ich bestehe darauf, ein leerer Käfig wäre doch traurig. Vielen Dank. Ich habe mich ihm genähert, er hielt sein Kaninchen noch immer in der Hand. Oh! Aber die Kaninchen von meiner Schwester lassen sich nicht hochnehmen. Die rennt da sofort weg. Die buchsen sich so frei, das ist halt dieser Fluchtinstinkt, sind ja Fluchttiere. Ja, manche sind da echt extrem. Nee, aber sie hat sie auch so erzogen, dass der Fluchtinstinkt bleibt. Ja, das ist aber auch richtig. Fehlt an sie. Na, das ist voll hübsch! Was ist das? Oh mein Gott, das aber ist voll hübsch. Schaut mal, wo der Hase hinguckt. Auf ihre Möpse. Auf ihre Möpse. Auf ihre Möpse. Ja, Lysander guckt auch auf ihre Möpse. Lysander auch. Du hast Boobies. Vor allem, ne, das hat mir mein Freund gesagt, dass bei größeren Jungs, das sieht man ja nicht, ob die auf die Brüste oder ins Gesicht schauen. Ja, stimmt! Aber guck mal, wie riesig Lysander aussieht auf dem Bild. Ja, er ist ja auch 1,82. Ja, guck dir mal den. Guck dir mal den seine Hände an, im Gegensatz zu ihrem, so einfach so. Ja, das ist auch... Wie gesagt, das ist... Ich sag nur Episode 31, da war Armin größer... Ja! Das ist ohne Mist! Zieht euch mal bitte alle Bilder von Episode 31 rein. Ich hab da auch mal so einen Vergleich gemacht, wirklich so. Da sieht Armin sieht locker aus wie 1,90! Der sieht aus wie 1,90 und der ist scheiße 1,76! Und Kenton ist 1,70, weißt du? Und der sieht aus wie 30 cm größer als Schokrette. The fuck? So, Logic by... Ja, Logic by... Made by SR. ich habe seine Hände gestreift, als ich versucht habe, das Kaninchen zu streicheln. Er wird rot!
ich möchte schließlich auch, dass sich das kleine Kerlchen wohlfühlt. Keine Sorge, ich halte dich auf dem Laufenden, wie es ihm geht. Super, danke. Weißt du schon, wie du es nennen wirst? Nicht wirklich. Hast du einen Vorschlag? Also... Pan Pan... Bunny... Boah, Bunny ist aber mega einfallsreich. McTwist... Cutlass... Cutlass gefällt mir gut. Ich find das auch am besten von allem. Ich find alles scheiße. Nein, das weibliche Kaninchen meiner Schwester heißt Kuh und das männliche, das heißt Gipi. Voll süß. Voll süß. Super, dann also Cutlass. Ich glaube, wir können jetzt wieder gehen. Ja, lass uns gehen. Ja, und die Tiana verlassen. Sander muss jetzt nur wieder viel schleppen. Ja. Die Verkäuferin rennt hinterher. Nein, no, gib noch mehr Geld aus. Halt die Schnauze. Ich habe mich von Lisanne verabschiedet und bin nach Hause gegangen. Okay. Geh zurück zum Zimmer. Es war wirklich schön. Diese ganzen kleinen Tiere sind einfach zu niedlich. Und wie war ihr aus? Ich muss wieder den Wort abfallen. Da war er wieder beim Scheißen. Ich hab den ganzen Fall in der Welt eben. Ruft aus dem Klo. Du kommst ein bisschen spät nach Hause. Die Mutter nur noch, Vater, halt's Maul! Gib mir Scheiße! Was hab ich angerichtet? Ich bin noch 10 Minuten so fort! Scheiße! Ich scheiß dir voll mit der Wurst! Vor allem, jetzt denke ich an meinen Freund, nämlich der hat irgendwie vor langer Zeit, glaube ich, sogar, also mal so gesagt, jeder Junge pummelt auch, kennt den oder so. Ja, ist es! Dann denke ich mir halt einfach so. Ja, hallo, jeder Mensch pummelt, jeder Mensch furzt, jeder Mensch geht scheißen, jeder Mensch geht pissen, das ist normal. Das ist einfach Fakt, okay? Aber wir Frauen, wir pupsen halt Glitzer. Genau, wir pupsen Glitzersternchen. Und Blümchen. Ja, nicht wahr, Mädels? Nicht wahr. Wenn du einen Jungen putzt, dann sag dir einfach, wie kannst du nur putzen? Ich glaube, Kaste ist der erste von den Jungs, der vor so Kretto rülpsen würde. Ja, auf jeden Fall. Und weißt du, was die Su machen würde? Mit rülpsen. Ja. Ohne Witz, aber... dann dagegen so auch noch so... Nee, oder so Greta ist wirklich die erste, die Jungs reagieren dann irgendwie mal selbst. Ja, ich denke, also Kastil würde lachend von der Bank fallen. Ich glaube, Armin würde mitrülpsen. Armin würde mitrülpsen, Kastil würde lachen. Eine Fanny wäre... Lisander wäre das unangenehm. Ja. Könnte sein. Oder er müsste schmunzeln. Das ist jetzt nicht so, aber bei deinen beiden glaube ich, die würden es mega unangenehm finden. Nee, ich weiß nicht. In Träumen und Vorstellungen, da tun Mädchen halt nur Regenbögen furzen und... Nee, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht würde auch Lisander auch einfach, der wäre im ersten Moment geschockt und dann müsste er schmunzeln. Im ersten Moment so, what? Ich glaube, der wäre halt im ersten Moment geschockt und würde schmunzeln. Ja. Der fand es ja auch amüsant, als wir in Episode 26 die Krümel im Gesicht hatten. Der fand das ja auch lustig. Wir haben wie eine Sau die in uns reingefressen. Und der musste auch die ganze Zeit schmunzeln. Gut,
Ja. Ich bin doch noch 10 Minuten vor der Zeit, die wir ausgemacht hatten. Ich muss jetzt mal einen Cut machen, Alter. Ja, ich muss mal einen Cut machen. Der Part geht schon ein bisschen noch länger als 30 Minuten. Also gut. Dann hier an der Stelle ein Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge, die vermutlich dann auch die letzte ist. Also, tschüss! Tschüss!